chronisch entzündliche Darmerkrankungen, also Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, nehmen in der Häufigkeit deutlich zu. Was verbirgt sich hinter diesen beiden chronischen Erkrankungen, die vor allen Dingen junge Menschen betreffen und zeitlebens doch zu einer wesentlichen Einschränkung der Lebensqualität führen können? Was sind denn die typischen Beschwerden bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen? Die Erkrankung befällt klassischerweise Jugendliche oder junge Erwachsene, kann aber im gesamten Lebensalter auftreten und zeigt sich meistens durch Durchfälle, teilweise mit Blut im Stuhl, starken Bauchschmerzen, Gewichtsverlust. Die Erkrankung kann aber auch außerhalb des Darms Beschwerden verursachen. Beispielsweise treten sehr häufig Gelenkschmerzen oder Gelenkentzündungen oder auch Entzündungen der Augen und der Haut auf. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind keine Autoimmunerkrankung. Das heißt, das Immunsystem richtet sich nicht gegen den Darm, sondern eher eine Barrierestörung. Eine fehlerhafte Zusammensetzung der Darmflora führt bei Menschen mit einer gewissen Veranlagung dazu, dass es zu einer überschießenden Entzündungsreaktion kommt, die dann den Darm schädigt. Folge sind Durchfall und Blutbemengung im Stuhl. Was sind nun die wesentlichen Unterschiede zwischen den zwei Unterformen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa? Die Colitis ulcerosa ist immer nur auf den Dickdarm beschränkt und führt häufiger zu Blutbemengungen im Stuhl. Der Morbus Crohn hingegen kann den ganzen Verdauungstrakt von der Mundhöhle bis zum After betreffen und verläuft häufig fleckförmig, das heißt einzelne Teile des Darms sind betroffen, dazwischen ist dann wieder gesunde Darmschleimhaut. Nur beim Morbus Crohn und nicht bei der Colitis ulcerosa kann die Entzündung über die Darmwand hinausschreiten und es kann zu Komplikationen kommen, wie beispielsweise Engstellen, auf der anderen Seite aber auch sogenannten Fisteln oder Eiterhöhlen, sogenannten Abszessen. Wie wird nun aber eine chronisch entzündliche Darmerkrankung diagnostiziert? Nach der Anamnese und der körperlichen Untersuchung stehen zunächst Blutuntersuchungen an, wo insbesondere spezielle Entzündungsmarker im Blut und im Stuhl untersucht werden. Nach einem Ultraschall des Darms ist für die Diagnosestellung aber die Endoskopie, das heißt die Darmspiegelung und gegebenenfalls Magenspiegelung bei Morbus Crohn ganz wesentlich, weil sich hier typische Veränderungen im Rahmen der Entzündung zeigen. Geschwüre, sogenannte Ulzerationen, sodass dann anhand des Befundes und der feingewebigen Untersuchung in der Regel die Diagnose Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa gestellt werden kann. Leider gibt es zur Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen immer noch keine ursächliche Therapie. Alle medikamentösen Therapieansätze zielen darauf, die überschießende Entzündungsreaktion im Darm zu unterdrücken. Hier kommen zahlreiche medikamentöse Verfahren zum Einsatz. Neuere Antikörpertherapien beispielsweise machen Entzündungsbotenstoffe unschädlich, die dann die Entzündung unterdrücken. Die Therapie chronisch entzündlicher Darmerkrankung ist aber nie nur eine medikamentöse Therapie, sondern erfordert immer unterschiedliche Fachbereiche. Hier ist in der Regel eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen Gastroenterologen auf der einen Seite, Chirurgen, aber auch anderen Fachdisziplinen erforderlich, um eine optimale Behandlung dieser chronischen und bisher nicht heilbaren Erkrankungen zu erreichen. Lebensstilfaktoren können einen wesentlichen Einfluss auf chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben. So hat beispielsweise in Osteuropa nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Häufigkeit von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen deutlich zugenommen. Das ist jetzt auch in Asien der Fall. Wir gehen davon aus, dass einfach der westliche Lebensstandard, viel Kühlschrank, viel Fastfood, sich nicht gut auf die Darmflora auswirkt und die Entstehung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen beeinflusst. Was tut also gut? Eine gesunde Ernährung, ballaststoffreich, viel Gemüse, wenig Fastfood. Ich glaube, das ist das Beste, was man tun kann. Ganz wichtig bei Patientinnen und Patienten mit Morbus Crohn ist, dass diese nicht rauchen sollten, weil das einen verheerenden Einfluss auf den Krankheitsverlauf haben kann. Von daher Rauchkarenz dringend empfohlen.